Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu F1 2017 der Karriere. Wir sind hier wieder bei der nächsten Präferenz nach unserem doch sehr erfolgreichen Japan-Wochenende. Wir haben ja wieder zwei Sachen zur Auswahl, und zwar eine Verfolgung in Bahrain kurz mit einem sehr, sehr geilen Ferrari F2007 und ein Rennen in den USA kurz mit einem Williams von 1996. Jeder, der mich kennt, der weiß eigentlich schon, ich werde den Ferrari nehmen, weil Ferrari ist einfach meine Marke, meine Lieblingsmarke, und der Ferrari F2007 ist auch ein sehr schönes Auto und deswegen muss ich dieses Auto einfach nehmen. Es tut mir leid für die Leute, die gerne in Williams gesehen hätten, aber Ferrari, da geht bei mir einfach nichts anderes drüber quasi. Und ja, Bahrain ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Strecke und auf dem Kurs war auch der Wagen ganz gut unterwegs. Klar, da zwar in der normalen Ausführung, aber ich denke mal, in der Kurzausführung dürfte der auch relativ Spaß machen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt erleben werden hier. Willkommen zum heutigen Einladungsrennen, bei dem uns ein paar der weltbesten Fahrer eine Sondervorführung einiger ikonischer Sportwagen bieten werden. Ja, da kam ja jetzt viel. Okay, Verfolgung beendet das Rennen auf dem ersten Platz im Ferrari von 2007, drei Runden. Ja, dann werden wir mal gucken, dass wir das hier hinkriegen. Vier Fahrzeuge haben wir vor uns. Wir starten von der fünften Position. Hinter uns ist keiner. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant. Bin mal gespannt, wie wir uns hier anstellen werden. Vor allem hier diese Flossen an der Nase, die finde ich so Porno. Richtig, richtig geil. Und auch die Position der Spiegel finde ich ganz cool gemacht. Aber jetzt heißt es, mit dem Auto vernünftig hier um den Kurs fahren und versuchen, die so schnell wie möglich einzuholen. Gott sei Dank bin ich diese kurze Variante mittlerweile schon bei ein paar Events gefahren und auch so schon mal. Von daher weiß ich zumindest schon mal, wie der Streckenverlauf hier geht. Das vereinfacht es natürlich auch ein bisschen. Die Strecke an sich kenne ich ja sowieso, aber die kurze, da muss man dann halt immer mit den Bremspunkten gucken. Und da haben wir schon mal den ersten geschnappt. Das ging eigentlich ziemlich easy und das noch vor Ende der ersten Runde. Die anderen werden natürlich etwas schwerer sein. 3,6 Sekunden haben wir Rückstand auf den nächsten. Da müssen wir also eine gute Schippe drauflegen, dass wir den eingeholt bekommen. Aber auf der Geraden dürften wir eigentlich von der Topspeed her am schnellsten sein. Wir sehen da vorne zumindest schon das nächste Auto und auch das übernächste Auto schon. Von daher, wir sind definitiv bereits jetzt schon in Schlagdistanz. Der fährt sich ja echt schön buttermäßig hier um die Kurven, der Wagen, muss ich sagen. Also, das ist echt saugeil gerade. Aber ich meine, die Reifen dürften gerade irgendwie nicht so ganz richtig sein. Die hatten zwar Profilreifen, aber ich meine, die hatten noch so einen weißen Strich in der Mitte, die Profilreifen. Aber vielleicht täusche ich mich da auch gerade. So, den haben wir jetzt auch überholt. Kollision mit Sari? Wo habe ich denn den berührt? Also ich habe jetzt weder optisch gesehen, dass ich ihn berührt hätte, noch dass ich einen Schlag im Lenkrad gefühlt hätte gerade. Und der ist auch direkt als nächster dran, schön auf der Geraden aus dem Windschatten. Und jetzt haben wir eine ganze Runde Zeit, um den Erstplatzierten zu überholen, der nur 2,7 Sekunden vor uns ist. Und da vorne ist er auch schon, also das sieht aktuell extremst gut aus hier. Also ich bin da guter Dinge, dass wir das auch wieder beim ersten Versuch hinbekommen. Vielleicht können wir den an derselben Stelle überholen wie vorhin den einen schon. Vielleicht klappt es hier schon. Ah ja, war zwar ein bisschen sehr über den Körper geräubert, aber ging vollkommen in Ordnung. Und damit sind wir bereits auf den ersten Platz vor und haben noch ein paar Kurven und noch ein ganzes Stück gerade hier und dann natürlich auf der Zielgeraden. Also da hätte man noch genug Überholmöglichkeiten eigentlich gehabt, aber je früher, desto besser.
Sehr schön. Und damit haben wir das auch schon abgeschlossen, das Event. Sehr schön. Das ging wieder richtig, richtig flott hier. So, dann wie gewohnt bei so Spezialevents mache ich mit euch ja wieder die Thumbnails zusammen. Beziehungsweise das Thumbnail zusammen. Wir gucken uns auch vielleicht mal das ganze Rennen mal ein bisschen an. Von diesem sehr schönen Auto. Ich glaube, ja genau, die Perspektive ist am besten. Die ist auch für die Thumbnails eigentlich meistens immer ganz gut geeignet, um so ein bisschen abzuschätzen. Ich spule hier aber auch immer mal ein bisschen vor. Also ich zeige euch jetzt nicht das ganze Rennen in der Originalgeschwindigkeit. Wir machen das vielleicht so, dass ich mal jedes Überholmanöver zeige auf jeden Fall. Dann ja, seht ihr die Szene noch mal ein bisschen genauer. Dann sehen wir auch vielleicht, wo wir die Berührung eben hatten. So, da sind wir innen vorbei. Sehr schön. Das stimmt, der Ferrari hatte ja auf den Vorderreifen so eine tolle Radabdeckung, die sich nicht mitgedreht hat, glaube ich. Oder vielleicht ist es auch nur gerade hier im Spiel falsch umgesetzt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall hatten die da eine ganz spezielle Radabdeckung. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. So, noch ein bisschen. Ja, da waren wir relativ auch über dem Curb, aber das ging noch in Ordnung. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo haben wir den denn hier berührt? Ah, okay, der... Ja gut, da hätte ich jetzt auch nicht so viel machen können. Er hätte auch einfach ein bisschen weiter außen bleiben können. Er ist quasi mit seinem Vorderrad einfach eigentlich in uns reingefahren. Kannst du mal genauer... Er war... Klar, er war auf seiner Linie, aber er hätte auch, als wir neben ihm waren, sagen können, ja, er fährt ein bisschen weiter außen. Er hat ja da schon doch ziemlich eingelenkt. Das ist eigentlich auch ein schönes Bild, finde ich, hier mit den beiden Autos, mit dem Williams und unserem Ferrari. Jetzt stelle ich mal wieder meine Standardeinstellung mit atmosphärisch, weil ich finde die Beleuchtung eigentlich meistens am geilsten. Ein bisschen schräg und dann müssen wir mal gucken, dass wir den richtigen Winkel und alles hinbekommen. So. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ja, das gefällt mir. So, dann lassen wir das mal weiterlaufen. Jetzt hat er natürlich die Kameraperspektive wieder geändert. So, sehr schön. Da gucken wir uns den Rest vom Rennen nämlich auch noch an. Hier haben wir uns schön rangesaugt. Und schön an dem alten Ferrari vorbei, der in der Breite etwas um einiges breiter ist. Aber dafür ist der F2007 um einiges länger. Und der hatte sich sogar noch mal kurzfristig an unseren Windschatten gehängt. Aber danach konnten wir doch sehr gut von ihm wegfahren. Da bei dem McLaren, ja gut, da sind wir halt ein bisschen über den Curb geräubert. Aber das ging, finde ich, eigentlich noch so gerade in Ordnung. Und dann ging es hier über Start und Ziel. Und wir haben dieses Event abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Ja, das verlief doch eigentlich ganz gut. Das lief echt wie am Schnürchen gerade. Und ich glaube jetzt, wenn wir dann jetzt gleich in das USA-Rennwochenende reingehen, werden wir ein Update bekommen. Da habe ich nämlich bei Aerodynamic nämlich noch ein bisschen, glaube ich, was gemacht gehabt. Zumindest meine ich, dass da ein Update ausstand, was jetzt in den USA fertig sein müsste. War zwar, glaube ich, jetzt kein großes Update, das bringt, glaube ich, nicht allzu viel, aber ja, besser als gar nichts, weil USA ist ja eh so mein Problemstreckchen. Ja, sehr schön. Wir haben wieder gut Punkte dazu bekommen und ja, das verlief doch ziemlich gut und ja, das hat auf jeden Fall auch wieder schön Punkte uns eingehamstert. Ich würde aber sagen, wir machen dann an der Stelle auch erstmal Schluss, Leute. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute!